So does Bud Light. An office in dem Brooklyner jüdischen Sanatorium. A Board of Admittance, die Kirchbeschaft, was nimmt durch Applikatius, hat seine wöchentliche Sitzung. Ich bin wie ein Gast zu der Sitzung verbeten. Alle sitzen ungestrengt und hören sich zu mit verhappten Noten. Zu dem, was es erzählt, der junge jüdische Frau, a welcher es liegt ausgegossen, ein Jam mit Edelkeit. In Jiddisch erzählt sie ihre treurige Geschichte in einer prächtigen, was ist es als Seltenkeit in Amerika. Ich will eine Geschichte, bloß ungebendig andere nehmen, eben erzählen in meiner Werte. Ihr letzter Bekosche in ihr eigene Werte. Vorhang. Die Zeit beerdigt drei Verduschen noch wie Idee. Das Platz, ein jüdisch Haus in Williamsburg, New York. Die Wohnung von Shmuel Liebmann, hebräischer Lehrer in der Brooklyner Yeshiva. Ein winterdicker Vernacht. In dem so gerufenen Living Room, was dient zur gleichen Zeit wie Liebmanns Arbeitszimmer und Bibliothek, leben ein Schreibtisch beladen mit Büchern, Broschüren und Journalen, sitzt der Balabus von Haus Shmuel Liebmann vertieft in der jüdischen Zeitung. Im zweiten Teil von der Wohnung, in Kirch, beschäftigt bei der Balabatischkeit, gefühlt sich die Mrs. Liebmann mit ihrer ausgegebenen Tochter Hodl, welche hat sich herangehabt zu Tata Mama mit der Visite. Oi, Hannele, Hannele! Sag sich aus der Tata, wusste. Was wird gerufen? Ja. Yeah. Was ist? Es erhallischt mir das Herz, also geh aus. Nun, was soll ich... Wacht noch zu ein paar Minuten, öfter wird sie bald hereinkommen. Du weißt noch, ich verblieb die besondere Pudriaden. Meile, nu, was hab ich dir gewollt sagen? Oi. Was ist? Ich weiß nicht, wie du kennst sitzen in einem Saal Moischew. Geh, geh, tu deine Arbeit, Moischew. Was ist der Moischew? Ein paar Zeitungen. Soll sie übergucken, sie weglegen, wird sein neues Moischew. Oi. Was hat er gewollt? Es rallischt ihm das Herz. Es öfter wusste nicht gewartet auf Wäuren und ihm gegeben, abzuessen. Schau, und geht es schön, dachte sich. Wäure? Yeah, sei, Hodl! Was ist geschehen mit dir, Heinz? Es ist doch schon bald achter Säger. Er kann sich nicht helfen, Mame. Du weißt, dass es war eine Konferenz und die ganze jüdische Arbeit ist auf mir. Alright, alright. Geh zu sich lieber. Wasch sich herum und ich will gegen Dreiten zum Tisch. Der Tate ist schon ein Mensch. Was meinst du? Er ist hungrig. Er hat von Einzelsäger und nicht gehabt in sein Maul. Hast du getan und able? Du hast gesehen, als ich bin nicht da in Zeit. Hast du den Bedarf gegeben Essen? Was hält sich bei dir, Hodl? Was machen die Kinder? Geh zu sich über. Sie geht noch nicht weg. All right, Ma. Reg dich nicht auf. Es wird nehmen eine Minute und ich bin fertig. Mama? Ja? Esther, merkst du es nicht? Weil du siehst sie jeden Tag. Sie sagt doch uns, als es ein Schreck, ein Kuck zu tun hat hier. Ich weiß meine Zorges, Tochter. Ich weiß. Für was sollst du nicht etwas tun? Was tun? Ich weiß nicht was. Noch etwas darf man tun. Weil das ist doch unnatürlich. Sie sieht doch schon bald aus, wie es zu Chotnitze. Sie hat gedacht, wegfahren nach ein paar Wochen kein Lakewood oder etwas. Was machst du sehr narrisch? Sie hat so mehr nicht gewollt fahren. Wird sie jetzt fahren? Ich will Heinz haben mit ihr Schmutz. Willst du mich fahren haben? Chippe ich nicht. Mame, ich kenne nicht denn, wie sie macht das helfen sich. Wie sie geht ein von Tag zu Tag. Ich will ihr nur fragen eine Sache. Sie ist die Einzige, was hat verloren ihr Mann, der mal kommen. Denn sie ist es noch nicht Zeit, als sie soll sich nehmen in der Hand rein und werden ein Mensch wie alle Menschen. Gott, mein Einzige! Sie ist doch erst 25 Jahre! Tomer ist weniger, wenn ihr eigenes Unglück
hat ihr noch Gott zugeschickt einen Job beim Joint, wo man hört sich an jedem Tag so viel jüdische Tourist, was kann dem gesundsten Menschen weglegen. Hanne! Odel! Teure! Hanne! Seh, was schreit er dort? Was ist? Oi, oi, das Herz klappt bei mir wie bei Gaseln. Wind ist mir. Was ist geschehen? Na, Teure, Leinibe, der Otto hat mir verhabt. Otto, Otto, wo ich halt den Finger? Was ist dort? Neue Raschen, der Sohn von Bele und Mendel Raschen, von Zesrave, Lomja Gebernje, gefind sich in Hospital von Bergen-Belsen und sucht sein Onkel, der Tates Bruder Schmuel Liebmann. Bele Sohn, Bele Sohn! Schmuel! Was steht dir? Wo ist mein Code? Wo ist mein Code? Was darfst du dann, Code? Man darf doch etwas zugehen, zu nein. Man darf doch etwas tun, zu nein. Pape, Pape. Schmuff. Belesun, Belesun. Der Einzige, was ist uns geblieben von unserer ganzen größeren Spruche. Mit Beherrich 6 Kadoschen später, am Freitag zur Nacht bei den Liebmanns, beim Schabesticken bedeckten Tisch im Dining Room, über zwei ungezündene Licht in silberner Leichters steht Hanna Liebmann, das Punnen mit die Hand verstellt und Benchlicht auf einem alten jüdischen Stehe. Von Living Room kommen an Woyde und ihr Cousin, Neue Raskin. Ein bleicher, ausgedarrter junger Mann mit unruhigen, brennenden Augen. Gut Schabes. Gut Schabes. Was hast du sich vertragt, Neue? Ha? Ich frage, was du hast dich vertragt. Die Licht, Tante. Die schabestige Licht hab mich in etwas der Mund. Was weniger du wolltest getracht, Neuer, wohl gewinn gesunder für dich. Ja, so macht man es, Tante. Aderabe. Ich wollte es gewollt wissen. Ja, so macht man es, als man so nicht trachten. Weil die Minute, was ich hebe und trachten, also überfällt mich ein Hitz. Soll sein, Neuer, soll sein. Ah? Ja, ja, so sein. Wo ist der Pate? Er tut sich an. Gut Schabbos. Gut Schabbos. Gut Schabbos, Neue. Ah? Der Tate sagt dir Gut Schabbos. Gut Schabbos, Peter. Wer hat uns früher gerufen auf dem Telefon? Selde Avram Itches. Was hat sie gewollt? Sie hat gefragt, sie kann zukommen und ihn sehen. Und was hast du gesagt? Das, was du hast mir geheißen, alle mein Sorgen. Auf keinen Fall nicht, du hörst? Auf keinen Fall nicht. Äpfel später, wenn er wird sich ein bisschen beruhigen und kommen zu sich. Aber jetzt will ich keinem nicht haben. Keinem nicht. All right, geh noch zu ihm.